Eine gemeinsame Antwort auf zwei laufende Kriege. Den Krieg Russlands gegen die Ukraine und den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Das ist die Herausforderung des EU-Gipfels, der am Donnerstag in Brüssel begonnen hat. Die 27 Staats- und Regierungschefs werden versuchen, die richtigen Worte zu finden, um den Zugang zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen zu ermöglichen, ohne das Recht Israels auf Selbstverteidigung zu beeinträchtigen. Ein semantischer Kampf zwischen humanitärer Pause, humanitärem Korridor oder Waffenstillstand, wie von den Vereinten Nationen gefordert. We must urgently call for a humanitarian pause. I would add, as Prime Minister of Spain, that I would like to see a ceasefire for humanitarian purposes. But if we don't have that conditions, at least a humanitarian pause in order to channel all the humanitarian aid that the Palestinian population needs. We might use the exact same language as the United Nations uses, but I hope we will, as the European Union call for a humanitarian ceasefire, a humanitarian pause. I'm not obsessed about what language we use. What we want is the killing and the violence to stop. Die Europäische Union vergisst jedoch nicht den anderen Konflikt, den vor ihrer Haustür. Man habe nicht vor, im Einsatz für Kiew gegen die russische Invasion nachzulassen, so der deutsche Bundeskanzler. Immer noch sehen wir jeden Tag die russischen Bomben und Raketen auf die Ukraine fallen, den furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine mit all den Konsequenzen. Und das wird auch wieder eine große Rolle spielen bei unseren Beratungen. Europa steht in der Frage, wie wir die Ukraine unterstützen und bei ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Integrität auf der Seite der Ukraine. Dieser Gipfel wird ein weiterer Test für die Einigkeit der 27 in Bezug auf die Ukraine sein. Der neue slowakische Regierungschef Robert Fico kündigte wenige Stunden vor dem Gipfel an, dass sein Land die Waffenlieferungen nach Kiew einstellen werde und dass sich die slowakischen Bemühungen nunmehr auf humanitäre Hilfe beschränken würden.